Mein Name ist Henrike Naumann und ich bin Künstlerin aus Berlin. Was mich an dem Projekt Eurovision interessiert hat, ist, dass es eine Tourneeausstellung ist, aber gleichzeitig sich die ganze Zeit weiter verändern kann. Also, dass an jedem Ausstellungsort lokale Künstler Arbeiten beisteuern und sich dadurch die ganze Ausstellung weiterentwickeln kann. Das finde ich ein sehr innovatives und spannendes Projekt und freue mich sehr, da mit lauter anderen spannenden Künstlern dran teilzunehmen. Im Kontext des Ausstellungskonzepts musste ich an meine Arbeit Triangular Stories von 2012 denken. In der Arbeit geht es um Radikalisierung und Hedonismus in den 90ern in Deutschland. Die Arbeit war 2012 als meine Diplomarbeit entstanden und hat sich über die Jahre sehr weiterentwickelt, eigentlich mit mir zusammen. Und während das 2012 noch sehr szenografisch war, mit sehr vielen so Requisiten, die sich eins zu eins als bestimmte Symbole lesen lassen, ist die Version, die wir jetzt hier sehen, von 2018, ja, funktioniert die ganz anders, weil die eher so ein gemütliches oder wie auch immer geartetes Raumgefühl schafft, in das man eingeladen wird, sich hinzusetzen, hinzulegen, die Arbeit zu sehen. Und im zweiten Schritt, wenn man dann die Videos sieht und auch teilweise die sehr krassen Inhalte, tun sich dann erst so im zweiten Schritt die Abgründe auf. Und das finde ich eigentlich für die Rezeption meiner Arbeit gerade ja auch nochmal auf eine ganz neue Weise spannend. Momentan arbeite ich an einer Neuproduktion für eine Ausstellung in Chemnitz. Die gesellschaftlichen Entwicklungen in meiner alten Heimat Sachsen beobachte ich sehr intensiv und auch mit Sorge. Gerade in der jetzigen Situation besteht definitiv die Gefahr einer extrem rechten Radikalisierung. Und deswegen bin ich sehr froh und auch sehr dankbar, dass ich die vielen Gedanken, die ich zu dem Thema gerade habe, jetzt so direkt in die Produktion einer neuen Arbeit stecken kann. Ja, in der gegenwärtigen Situation hat sich eigentlich sehr viel für meine künstlerische Praxis verändert. Es geht mir sehr stark darum, Menschen an einem Ort zusammenzubringen in meinen Installationen und da Diskussionen möglich zu machen und auch eine gemeinschaftliche Erfahrung. In der jetzigen Situation ist es nicht möglich, deswegen denke ich viel nach und experimentiere auch damit, wie kann ich Installationen schaffen, die man, so wie ich jetzt hier, eigentlich alleine erlebt und alleine eine Erfahrung machen kann, die aber trotzdem nicht vereinzelt ist, also die trotzdem einen vergemeinschaftlichen Effekt hat. Und ich glaube, das ist jetzt die große Herausforderung auch an die Kunst, die Leute, die Kunst machen, so wie können wir jetzt weiter produzieren und auch unsere Arbeit zugänglich machen, und aber trotzdem die Menschen nicht zu vereinzeln. Ja, wenn ich überlege, was an der Situation jetzt gut sein könnte für meine künstlerische Praxis, dann ist es auf jeden Fall, dass ich mehr Zeit habe zu lesen und zu schreiben und nachzudenken. Also ich merke, ja, dass meine Konzepte jetzt gerade auch wieder kompromissloser werden und auch ein ganzes Stück härter.